Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen mal wieder zurück zu Holy Trinity, die Apokalypse. Und ja, fang direkt mal einfach an zu lesen, würde ich sagen, mein Lieber. Den Kasten haben wir beim letzten Mal schon gelesen. Von daher würde ich sagen, warten wir jetzt eine Sekunde, bis der nächste kommt. Oder auch nicht. Das könnte eine Weile dauern. Nur die Ruhe. Es wird eine mehr als einfache Prüfung. Wir nehmen zusätzlich noch einige Rationen mit uns. Yeah, wir Und kriegen so. Rationen. Bam. Noch einige Rationen mehr. Oder. Ja, vielleicht haben wir ja schon Zu, welche oder gekriegt. zusätzlich. Oder zusätzlichen Rationen. Ja, ich weiß auch Das nicht, ist die ob das. Frage, ob wir jetzt zu den Sa anderen Sachen noch zusätzliche Rationen mitnehmen oder zu den Rationen, die wir schon haben, noch zusätzliche Rationen. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir schon welche haben. Das ist gerade mein Denken. Aber weil hier irgendwie alles schnell zu gehen scheint und die Kontinente nur irgendwie ein paar Stunden auseinander sind, denke ich, dass die wahrscheinlich keine Rationen mitnehmen müssten, aber wir das trotzdem tun. Mit Rationen können wir uns stärken, wenn es Probleme gibt. Yay, fünfmal Soldatenration, dreimal Kraftwasser erhalten. Cool. Kraftwasser. Ja, Ist es ist mein dafür, um Lieblingswasser. die für die Spezialattacken da diese Dingens wieder aufzufüllen, praktisch. Ah. So eine Art Mana-Trank praktisch. Wie sieht's bei Trupp Tintui aus? Langer Wartebefehl. Ach nee, ich will lange nicht weitergetippt. Keine Ahnung, Dingens. Habt ihr schon mein schickes Stirnband bewundert? Es ist Oh, weiß. wundervoll. Meine Einheit ist bereits zur Abfahrt, Leutnant Parrott. Wir legen in Kürze ab. Kleingeschrieben Kürze. Verladen Sie Ihre Einheit auf die Kronoika. Meine Güte. Ja, wir werden verladen wie Frachtgut. Ja, ganz kleine Kürze. Jawohl. Ihr schafft das. Ihr seid kräftig. So, tschüss. Hab keinen Bock mehr, ich hau ab. Dann können wir los. Ihr habt gehört, was euer Ausbilder sagte. Dann mal los. Truppenführer betreten immer zuerst das Schiff. Das bin ich, oder? Richtig. Das war so ein Note to self. Dafür so, ich bin besonders und ihr nicht, ihr seid scheiße. Ihr habt mir einfach zu folgen. Punkt. Nur damit ihr Bescheid wisst. Yay, wir fahren mit dem Schiff. Also. Juhu. Und ich dachte, jetzt kommt die gleiche Szene nochmal mit den anderen beiden Schiffen, aber nee. Nee. Übrigens, Leute, es tut mir leid, dass es hier ein bisschen hakelig ist. Ich habe eben mal in das. Ja. Wie fährt das Schiff denn bitte seitlich? Juhu. Sehr interessant. Zeitlich, oh, ja. Das ist ein besonderes Gut, Schiff. lieber. Also es ist ein bisschen hakelig, das weiß ich. Ich habe ja eben schon den vorherigen Part angeguckt, aber das können wir jetzt halt leider nicht ändern. So. Die Ja, Wälder von müssen wir Tintui. mitleben. Richtig. Oh, ja. Man, so schlimm ist es nicht. Hauptsache, es unterhält trotzdem in irgendeiner Art und Weise. Und ab dem nächsten Part, ab dem übernächsten Part wird es dann wieder besser. Aufgepasst, wir vermuten Feinde in der Nähe, in der kleinen Nähe. Also ganz da vorne hinter dem Baum sind sie schon. Wir stoßen in den Wald und überprüfen die Basis. Wir Oho. stoßen mit unseren Mistgauen in den Wald. Wir Vielleicht treffen liegen wir was. so lange vor Anker, bis ihr wieder zurückkommt. Danke. Bitte. Sollten wir nichts finden, sprich der Basis, geht es gut, schiffen wir sofort Trupp 1 hinterher nach Igni. Yay. Ich glaube, Vampire's Dawn hieß der Schneekontinent, der eine davon auch Igni. Naja. Was für ein Zufall. Truppmarsch. Oder Truppmarsch. Zu Befehl. Wir gehen alle in ihn rein. Viel Glück. Was soll ich euch auf meinem Rücken rumtragen? Oh nein, ein Kampf. Aber erstmal Black Screen. Yay, jetzt kommt der Kampf. Was sind das denn? Für Viecher halt. Drei kleine Waldschrate. Das sind Goblins, sollten nicht allzu schwer sein. Wir sind zu viert. Tatsächlich. Wir sind zu viert. Yay. Und sie sehen 10:03 aus. Uhr, weil einer von der
Box da verdeckt wird, aber. Oh, wir sind geflüchtet. Oh, einen Schritt und sofort der nächste Kampf. Oh, Leute. Ja. Weil Einer hinterm schöne. anderen. Ja, das Schöne ist ja, dass wir aussehen wie Kindergartenkinder, wenn wir da in den Kampfmodus gehen. Aber warum habe ich kein einziges Mal gekämpft? Schau mir Spezialfähigkeit, lauf! Vor allem, das ärgert mich jetzt im Nachhinein ein bisschen, gerade weil die Goblins nämlich dann Geld fallen lassen. Wir hätten Geld bekommen können, verdammt! Aber ich bin jedes Mal geflüchtet, ja, scheiße. Ich bereue es. Ah. Aber vielleicht kann ich ja da hinterher nochmal hin zurückreisen und dann noch mit ein paar Goblins verkloppen und somit ein bisschen Geld kriegen. Ich meine, 2 Gold pro Goblin. Ja, komm, den einen habe ich doch garantiert bekämpft, oder? Kommt schon! Greift an! Ja. Ja? Ja, wir greifen an! Komm, es ist nur aber einer, nur weil es den einer schaffen wir. Ist. Ja, den schaffen wir. Oh, ein heiliger Feuerball. Ja, Flamme reinigt, ne? Hm. Bunny Check! Ja, wir haben den Gegner so hart angerempelt, dass er gestorben ist. Ja. Ja, genau, 2 Goldstücke erbeutet. Über dem Feind triumphiert. Ja, wir sind auf einer Erhöhung und deswegen haben wir über ihm triumphiert oder so. Das ist, warum habe ich einen falschen Namen? Das ist ein Vorposten, der wurde wohl von den Goblins zerstört. Aha. Oh, was? Ja, es ist ein Bild von Tamir, da steht der Leutnant Tavir. Wer sagt das jetzt? Ja, ich richte mich da halt, wie gesagt, schon, nach dem Bild. Ja, das ist ja jetzt sowieso schon voll gewesen. Jo. Ja, dieses Spiel hat leichte Probleme mit dem richtigen Zuordnen. Die müssen wir sichern. Tommy, kommt mit mir. Ihr beide bleibt draußen. Immer wir sind die Ich Außenseiter. Mit Tommy allein reden. Oh. Verstanden. Sie wollen mit ihm vor die Tür gehen, beziehungsweise reingehen in die Tür oder so, durch die Tür. Alles andere als schön. Jo. Müssen wir erstmal aufräumen. Nee, wir sind Soldaten, wir inspizieren nur, das können andere machen mit dem Aufräumen. Nein, sie haben die Tische und Stühle umgeworfen und zertrümmert zum Teil. Oh nein. Hauptsache, wir beschweren uns darüber, wie es aussieht hier. Richtig. Jetzt gehen wir erstmal in den Keller. Goblin! Das hast du gut erkannt. Ah, ja. Die sehen süß aus irgendwie, die Goblins, wenn sie erstmal so klein sind. Super süß. Ja. Oh nein, der Feind hat uns überrascht. Der ist uns feige in den Rücken gefallen, weil wir in die falsche Richtung geguckt haben. Guck mal da hinten, Graffiti an der Wand. Oh ja, cool. Oh scheiße, Feind. Hier kommt er doch echt so vor. Erst in die falsche Richtung gucken, obwohl eben noch gesagt wurde, auch Goblin. Yeah, wir haben ihn entdeckt, aber wir gucken in die andere Richtung. Ganz einfach, weil wir es können. Ja, cool, da hinten ist ein Goblin. Wir gehen erstmal durch den Rest des Kellers, gucken, ob wir was anderes finden. Ja, nee. Ah, naja. Ich glaube, im Keller mussten wir auch alles bekämpfen. Das Richtig. Haben wir vielleicht auch gemacht. Wir mussten alle Goblins töten. Ich glaube, deswegen haben wir deswegen vorher alles übersprungen. Das kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe dich nämlich ursprünglich gefragt, warum wir die anderen Goblins nicht bekämpfen und du hattest einen Grund dafür, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ja, können sein. Ja, bessere Ausrüstung haben wir nicht, deswegen wir müssen uns so durchkloppen. Aber die kommen ja auch alle einzeln, von daher ist ja eigentlich keine Gefahr. Ja. Ich wundere mich nur, warum die ihr Bein anheben. Also, es ist ein bisschen seltsam. Ja, es... Die bewegen sich halt nicht. Die springen irgendwie so halb nach oben und frieren in der Luft ein oder sowas. Ja, oder neue Yoga-Übungen. Ich halte Gleichgewicht, während ich angegriffen werde. Das ist voll toll. Na, aber dem bin ich erstmal ausgewichen. Und oh nein, den konnte ich nicht umgehen. Ein Beinanwinkler-Goblin. Oh nein, verfehlt. Nein! Kloppt euch, na los. Schon wieder verfehlt. Nein! Trefft doch mal, was seid ihr für Scheißsoldaten?
Okay, noch zu schade, dass wir keinen Bodycheck haben, aber wir haben trotzdem über dem Feind triumphiert. Genau. Zwei Goldstücke erbeutet. Solange wir nicht unter dem Feind unterliegen, nee. Ist alles gut. Mhm. Und jetzt sind wir auf Feinde gestoßen, nachdem wir in den Wald hineingestoßen haben. Mhm. Und der nächste, ich glaube da unten. Na, dass wir die Krüge kontrollieren. Nee. Aber da ist nix drin. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Ja. Wir kriegen nichts geschenkt. Das Spiel schenkt uns nichts, außer Lachanfälle wegen schlechter Grammatik und unnützen, ich meine, nicht gutem Satzbau etc. Ach. Das soll ja schon reichen. Ja, ich glaub's auch. Bam. Bam. Yay, yay. Wir sind Kinder und freuen uns. Yay. Es sieht so aus. Tommy. Tommy vor allen Dingen. Mhm. Sie sehen einfach süß aus, wenn sie im Kampfmodus sind. Ich kann mir nicht helfen. Ah. Oh. Leutnant Javier. Wer hätte nicht gern so einen kleinen Tommy oder einen Leutnant Javier zum Knuddeln und gern haben? Und wieder zwei Gold erbeutet. Wir sind reich! Wir können uns einen Lolli kaufen. Yay! Wir sind hier fertig. Gute Arbeit. Ja, das jetzt schon? Ich dachte, wir sind das. Ach so, ja, stimmt. Mal nachgucken, aber nö, da ist nichts drin. Und warum laufe ich nochmal zurück? Achso, dieser Riss in der Wand kommt mir verdächtig vor, aber er bedeutet nichts. Und die Krüge hier auch, nichts. Und dieser kaputte warum Tisch. Warum sind wir überhaupt hier unten? Ja, weil halt dieses Haus zerstört wurde von den Goblins und wir wollten halt wissen, ob die noch da sind und sowas, ne? Wir müssen ja aufräumen hier praktisch. Ja gut, stimmt auch wieder. Also nicht aufräumen, sondern ausräumen. Alles klar hier. Ja, wir waren ein bisschen unanständig. Keine Vorkommnisse, Sir. Ich muss noch meine Hose zumachen. Bestens, wir sind im Untergrund auf einige Goblins. Auf einige Goblins gestoßen, ja. Mhm. Auf einige Goblins gestoßen. Weiter geht's. Ach, ja, schön. Ah, herrlich. Auf einen ganzen Goblin sind wir gestoßen. Auf einen die Goblins. Ja, und seine Zwillingsbrüder. Und jetzt stehen wir in der Gegend rum und starren ins Leere. Ja. Ich frage mich, ob ich die Party... Ja, wir müssen ja gucken, wo wir weiter in den Wald hineinstoßen können. Mhm. Vielleicht habe ich ja hier den Part auch gleich schon beendet. Man weiß es nicht, man munkelt hart. Ich glaube nicht. Ich glaube doch da. Tatsächlich. Sollen wir an der kürzeren Folgen. Ja, man muss auch mal sein. Gut, Leute, dann verabschiede ich mich hier von euch und das nächste Mal sehen wir uns dann weiter im Wald von Tintui um. Und beim nächsten Mal stoßen wir weiter in den Wald hinein. Genau, wir stoßen, was das Zeug hält und das klingt falsch. Also es darf sich gefreut werden auf Stoßen. Ja, oh meine Güte. Also bis zum nächsten Part und ja, bis dann halt. Ciao. Ciao, ciao.